Liebe Zuschauende, einen herzlichen Gruß zum neuen Jahr. Januar und Februar sind in meiner Familie ganz eigene Monate, geprägt von vielem Erinnern an besondere Daten. Da gibt es das Gute mit seinem freudigen Erleben, ein Hochzeitstag am Beginn eines langen und gesegneten gemeinsamen Lebens. Dazu kommt aber auch das sehr schwere und bittere Zurückdenken. Krankheit, Krankenhaus, Tod, Abschied nehmen und dann auch wieder ein Neuanfang. Ein Leben ohne den Menschen, der jahrelang ganz selbstverständlich dagewesen ist. Das ist Lebenszeit und Lauf des Lebens. Die Monate, die wir erleben, haben alle ihre besonderen Daten, ihre Erinnerungen, ihr Feiern. Aber eben auch ihr Trauern. Alle diese besonderen Tage lassen uns kurz innehalten. Wir lassen auf uns wirken, was an diesem Tag das Besondere ist. Geburtstag, Hochzeit, Beginn, Abschluss, Neubeginn. So ein Innehalten bringt das Besondere des Tages dem Herzen nahe. Wir merken in allem Ablauf der Zeit, in allem manchmal grauen Alltag des Lebens, gibt es sie dennoch immer wieder. Diese besonderen Momente. Das ist Lebenszeit und Lauf des Lebens. Dankbar halte ich mir ein altes Gebetswort vor Augen und merke, es ist wie ein guter Wanderstock in meinem Alltag. Meine Zeit steht in deinen Händen. Unsere Zeit, liebe Zuschauende, ist kostbar geborgen.